So, und los geht's zur ersten Tour in Rumänien. Ja, hier wohnen meine Eltern. Schönes Häuschen gebaut. Keine Ahnung, ob man es sieht. Genau, das ist Okolischel. Jetzt geht es erstmal Richtung Berge. Also wir sind hier schon in Berge, aber ich will richtig weit hoch hinaus. Und gucken einfach mal, ob Transfăgărășan offen hat. Also ich glaube, er ist zu. Laut den Infos, die ich habe. Aber nichtsdestotrotz. Sollte ich nichts unversucht lassen und gucken, ob ich da doch nicht irgendwie so nah wie möglich rankomme. Uiuiuiui. Hat auch geregnet gestern Nacht. Keine 5 Meter gefahren, schon eingesaut. Ja. Wahnsinn. So, jetzt muss ich erstmal hier aus den Wäldern raus und da geht es ein bisschen links und rechts. Und dann auf die Hauptstraße, also was ist Hauptstraße, die Straße zwischen, ich glaube, Turda und Sebeș-Sibiu, steht hier auch. Danke hier an meinen Onkel, der hat mir das gestern zusammengezimmert, die Roadmap, und da werde ich mal gucken, dass ich das so hinbekomme. Genau. Also gucken, ob das Mikro hier richtig passt. Ich hoffe, man versteht mich auch gut. Ja, die Hütte ist, ich sag mal, abgelegen. Geht noch abgelegener, aber das ist schon ziemlich am Arsch der Welt. Das ist auch gut so, weil kann man machen, was man will. Und keiner stört einen. Mitten in den Karpaten. Soll wohl die nächsten 2-3 Tage sonnig oder zumindest mal nicht regnen. Ich will ja auch nicht wie ein Pissmann durchballern, weil dann sehe ich auch dementsprechend wunderhübsch aus. In meiner halbwegs hellen Kombi. Ja, das ist gut, dass ich den Rucksack hinten abstellen kann. Auf dem Beifahrersitz, auf dem Sozius. Kilometer habe ich schon auf der Uhr, also ich vermute mal,
So bei Sebesh müsste ich tanken. Das müssten so um die 50 Kilometer sein. Oder ich fahre halt nochmal weiter bis nach Sibiu. Guck, dass ich dann da tank. Sehen wir dann. 250 Reichweite sind. Mit moderater Fahrweise komme ich vielleicht auch auf 300. Aber ich will es nicht drauf anlegen lassen, weil neue Fahrbahnmarkierung hier. Das ist die 650er GS Dakar, die ich mir mit meinem Vater gekauft habe. Und das ist jetzt so ziemlich die erste Tour in Rumänien. Technisch müsste ich dann, wenn alles gut läuft, heute Abend im Râmnicu Vâlcea, heißt das. Kann ich vielleicht auch eine Karte einblenden gleich. Und da werde ich dann nächtigen. Wo genau, weiß ich noch nicht. Und dann morgen wieder zurück hierher, über die Transalpina. Die müsste offen sein. Gerade eben waren wir noch im Județul Cluj, das ist vergleichbar mit unseren Bundesländern. Jetzt sind wir im Județ Alba, liegt gerade neben dran. Und sind dann hoffentlich gleich auch an der Hauptstraße. Müsste quasi da hinter den zwei Bergen sein. Ja, landschaftlich Traum. Keine Ahnung, wie man es anders sagen soll. Also wer Berge, Kurven und Grün mag, ist hier auf jeden Fall richtig. Straßenzustand. Es gibt gute Stellen,
gute Passagen, dann gibt es wieder auch schlechte Passagen. Da muss man halt ein bisschen Slalom fahren, ein bisschen ausweichen. Aber ansonsten befahrbar. Na? Mit einer Panigale würde ich jetzt hier auch nicht unbedingt lang ballern wollen, ne? Aber das muss natürlich jeder selber entscheiden. Aber sonst, wenn man ein Tourenmotorrad hat, auf jeden Fall machbar. Also, ja. Klar, wenn man da lang muss, ist das natürlich wieder eine andere Sache, aber ich sag mal so, die Hauptstraßen sind eigentlich immer geteert und die wichtigen Straßen sind gut geteert. So, ich bin gerade von der Autobahn runter und da drüben liegt Sibiu und das würde ich mir gerne mal näher angucken. Und eventuell esse ich da auch was. Ja, mal gucken. Ich würde sagen, ich fahre einfach mal direkt ins Stadtzentrum und hoffe, dass es da irgendwelche Restaurants oder Lokale gibt oder so, wo ich in der Terrasse draußen hocken kann und am besten Moped neben dran stellen kann. Ich habe aber auch Hunger, verdammt. Ich war gerade auch tanken, an der Autobahn halt, aber naja, so groß sind die Preisunterschiede jetzt nicht, vielleicht 0,1, 0,2 teurer als sonst und das sind wenige Cent.
werde mich, glaube ich, da hinhocken und gleich was essen. Wenn wir mal mit den Leuten reden und gucken, ob ich hier was zu essen bekomme. So, ich bin, hab gerade was gegessen, gab schönen Schnitzel und jetzt bin ich raus aus Sibiu und will mal versuchen, ob ich da hochkomme. Gott, ist das geil, Alter. Geradeaus jetzt noch fahren und dann geht's links ab und dann mit etwas Glück komme ich da nach oben und dann werden wir mal gucken, wie weit ich da nach oben komme, weil meinen Infos zufolge, wie gesagt, ist das Ganze da oben gesperrt. Das nennt sich Transbegrenzung. Schnitzel, Bratkartoffeln und Gemüse. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Direkt mitten in der Stadt, unter der Kirche, unter der großen Kirche. Und geil, ein KTM-Händler. Ich muss noch vom Ding entziehen. Verdammt, das lag was. Bin ich quasi auf der Straße, auf dem Transfogerischen Straße. Da stand was von geöffnet, dann stand drunter wieder was von geschlossen. Begriffen habe ich es nicht wirklich. Jetzt schauen wir einfach mal. Keine Ahnung, ob man sieht, aber da oben ist was Geschlängeltes. Wenn ihr das vielleicht seht, vielleicht ist es das. Ich bin mir nicht sicher. Es kann gut sein, dass es das da oben ist. Aber ich weiß es nicht. Aber das sehen wir ja gleich. Wenn nicht, umdrehen, zurückfahren. So. Sind wir schon ein bisschen näher ran. Geht jetzt auch gut berghoch. Und jetzt fangen auch schon die Kurven an. Halt nur, wenn dann ein Gegenverkehr kommt und wenn du ihn erwischen tust, dann gut ist er erst. Aber boah, geil, Alter. Jetzt fängt das Geile hier auch schon an, Alter. Der. Thank you.
da kommt man auch überhaupt nicht vorbei, ne? Naja, ich... Aber ich will nicht. Nee, Mann. Schade. Fuck that! Chepakate! Păi... Dacă aș putea să trec, aș trece, dar nu pot, că n-ai loc, că... Bine, dar acolo sus sunt 0 grade și dacă e zăpadă... Păcat. Ja gut, dann trink mal da einen Kaffee erstmal auf jeden Fall. Oh, leck, Alter. Schaut schon mega aus, ne? Derb, ha? Richtig derb. Gut, trinken wir erstmal einen Kaffee und dann melden wir uns nochmal. So, hab einen Kaffee getrunken. Hab was Süßes gegessen und in der Zwischenzeit habe ich die gebeten, die Betonplatten mitzumachen und die waren wirklich so freundlich und haben das gemacht und jetzt gucken wir mal, wie weit hoch wir kommen. Das Ding ist nur, super aufmerksam fahren. Once I stood at the foot of a great high mountain that I wanted so much to climb. And on top of this mountain was a beautiful fountain that flows with the waters of life. I fell down on my knees at the foot of this mountain. I cried, oh Lord, what must I do? I want to climb this mountain. I want to drink from thank you.
top of this mountain, saying, child, put your hand in mine. I started climbing slowly, watch your step at the edges, and take one step at a time. I started climbing upwards, taking one step at a time. The higher I got, the harder I climb this mountain with me. Passiert, sterbe ich so noisy at the fair, das ist es halt. But all your friends are there. Aber and the candy floss you had, and your mother and your dad. Oh, to live on Sugar Mountain with the barkers and the colored balloons. You can't be 20 on Sugar Mountain, though you're thinking that you're leaving there too soon. You're leaving there too soon. Down the aisle, for a turn to see her smile. You can hear the words she wrote as you read it, didn't know. Ich bezweifle ernsthaft, dass die das wollten. Ja, weil es gibt auch eine Strecke untenrum, die ich zurückfahren werde. Bei allem, was heilig ist, aber Scheiße, verdammt. Though you're thinking that you're leaving there too soon, you're leaving there too soon.
underneath the stairs, and you're giving back some glares to the people who you met, and it's your first cigarette. Oh, to live on Sugar Mountain with the barkers and the colored balloons. You can't be 20 on Sugar Mountain, though you're thinking that you're leaving there too soon. You're leaving there too soon. Now you say you're leaving home, 'cause you want to be alone. Ain't it funny how you feel when you're finding out it's real? Ja, der hat gesagt, das Eis wäre hier 4 Meter hoch. Okay, so wirklich sehen tue ich das jetzt nicht. With the barkers and the colored balloons. Can't be 20 on Sugar Mountain. Those are naturally even there too soon. This is a bit simple. Those are even there too soon. Oh, to live on Sugar Mountain with the barkers and the colored balloons. Can't be 20 on Sugar Mountain, though you're thinking that you'll be there too soon. Hört's auf. Oder? Ja, schade. Oder? Oder nicht? Oder doch? Ja. Das war's. Geil, Alter. Weiter geht's nicht. Ah, da hoch vielleicht mit Spikes und so, aber nee, das tust du dir nicht an. Aber ja, gut. Wenn ich das so sehe. Ja, okay, hier geht's nicht weiter. Wenn sich das Ding jetzt bewegt, Alter, dann gute Nacht. Weißt du, so eine mega Eisschollenbewegung. Sicher fühle ich mich hier nämlich auch nicht wirklich. Von daher, ja, das war's wohl. Mehr geht nicht. Ja, das geht noch bis ganz nach oben. Aber okay. Da kommen auch schon die ersten Wanderer. Und ja, jetzt muss ich gucken, dass ich irgendwie nach Hause komme. Die Wolke, da macht mir nämlich auch ein bisschen zu schaffen. Oder es gibt mir zu denken. Gut.
dann baller ich jetzt wieder runter und Richtung Rumniko Vulča. Das war's dann erstmal für heute. Morgen dann Richtung Transalpina. Bis bald!